Hallo, mein Name ist Shiraz, mein Mann Coco und ich sind taubstumm. Während des Krieges haben wir die Schwingung des Bodens und das Schütteln gefühlt. Immer wenn es Bombenangriffe gab. Die Kinder haben es uns immer gesagt, was los war. Sie zeigten uns sichere Wege, wann immer wir versuchten zu fliehen. Während des Krieges hat sich unsere finanzielle Situation sehr verschlechtert. Vor dem Krieg hatte ich eine eigene Autowerkstatt. Heute habe ich einen Job in einem Restaurant, in dem ich das Geschirr spüle. Aber wegen der Inflation kann ich mit meinem niedrigen Gehalt kein Essen kaufen. Also bringe ich oft übrig gebliebenes Essen aus dem Restaurant mit. Ich begann, in einer Schneiderei zu arbeiten, aber auch mit einem sehr schlechten Gehalt. Jetzt, mit der Hilfe der Kirche und unseren kleinen Gehältern, haben wir Mittel, die uns endlich überleben lassen. Vor dem Krieg war ich topfit. Aufgrund der Kämpfe und der Schrecken des Krieges verlor ich viel Gewicht. An vielen Tagen haben wir gar nichts gegessen und das Essen an unsere Kinder gegeben, damit sie nicht verhungern. Danke an die Spender von Kirche in Not. Wir bekommen Hilfe von unserer Gemeinde mit Essensmarken. So sichern sie unseren täglichen Bedarf. Ohne die Unterstützung von Kirche in Not wären wir in einer verheerenden Situation. Wir freuen uns auch, dass sich unsere Pfarrei um die Erziehung unserer Kinder kümmert. Wir sind unserem Priester für immer dankbar, bei dem wir uns treffen und der unser geistliches Leben bereichert und uns Gott näher bringt. Wir danken jedem, der für Kirche in Not spendet und so Pater Hugo aus unserer Gemeinde hilft. Er versucht sein Bestes, uns in Würde leben zu lassen. Senden Sie ihnen Hoffnung mit Ihrem Geschenk. Ihr Glaube ist ein Geschenk an uns alle.